Ein tolles Wochenende an der Portenschmiede geht mit dem Familiennachmittag zu Ende. Gestern gab es eine große Party mit Feuerwerk und heute kamen die Kinder voll auf ihre Kosten. Es gab eine Bastelstation mit vielen verschiedenen Möglichkeiten oder beim Stand der Feuerwehr Wilhelmsdorf konnte man einen Brand löschen. Kinderschminken und Hüpfburg waren natürlich auch vor Ort. Für Hungrige gab es was Leckeres aus dem Smoker. Auf dem Spielplatz konnten sich die Kinder so richtig austoben. Bei schönstem Wetter lud die Saale auch zum Baden ein. Also ein Rundum-Paket hier zum Familiennachmittag. Hallo und recht herzlich willkommen bei uns im Naturschutzgebiet Portenschmiede zu unserem wundervollen Familiennachmittag. Gestern nach unserem gestrigen Stausee in Flammen wollen wir heute, dadurch, dass wir alles aufgebaut haben, natürlich die Location nutzen, um einen schönen gemeinsamen Nachmittag mit den Familien zu veranstalten. Haben natürlich einige Sachen dargeboten, zum Beispiel unseren Smoker, unsere Hüpfburg, unsere Feuerwehr Wilhelmsdorf, die eine kleine Vorführung gemacht hat. Dann natürlich haben wir Softeis. Wir haben vom Bäcker Scherf natürlich einen frischen Kuchen und Kaffee. Ein ganz großer Dank gilt an all unsere Sponsoren, Helfer, Unterstützer und natürlich auch an unsere Familienmitglieder, ohne die diese Veranstaltung die letzten 2 Tage nicht möglich gewesen wäre. Da die 2 Veranstaltungstage so ein Erfolg waren, wollen wir natürlich nächstes Jahr das wieder durchführen und natürlich wieder mit Event-Ingenieurs und Naturschutzgebiet Bottenschmiede in Verbindung. Und dann wird es hoffentlich wieder eine gelungene Geschichte. Wer dieses Jahr nicht dabei sein konnte, kann sich auf das nächste Jahr zur Fortsetzung freuen.